Großer Medienrummel am Dassendorfer Wendelweg, weil er hier das erste Mal von Beginn an ran darf. Martin Hanek begrüßt Corti-Kapitän Umut Kocin. Mit einem Sieg würde die TuS Dassendorf erstmals Tabellenführer in dieser Saison werden, weil BU gegen den HSV 3 gepatzt hat. Nun also die Chance für die Mannschaft von Jean-Pierre Richter. Die TuS in den weißen Trikots von links nach rechts mit Kleine. Der Rechtsverteidiger, viel Platz, Bürgermeister hechtet heraus. Er war 4 Spieltage am Stück Tabellenführer, dann kam BU, Hanek mit den ersten Anweisungen für den Eckball von Möller. Abgefälscht, Dittrich. Er ist unersetzlich im linken Mittelfeld bei Dassendorf, hier fehlt ihm nicht viel zum ersten Treffer. Corti in einem 10-Spiel mit Kocin, erstmals gefährlich. Schickt Barkmann auf die Flugreise. Es bleibt erstmal beim 0:0 zur Pause. Eckball Dassendorf, getreten durch Möller. Schlecht geklärt. Strömer. Hanek! Es ist unfassbar. Martin Hanek mit einem Traumtor zum Einstand. Genial mit der Hacke gemacht. Der Österreicher steht nicht im Abseits. Illich hebt es ganz klar auf. Genau so hat er sich das vorgestellt. Dassendorf nach 54 Minuten in Front durch einen grinsenden Martin Hanek. Aber Concordia spielt noch mit. Sackland, klasse Ball auf Kocin. Barkmann pariert glänzend. Das Team von Frank Pieper auf Augenhöhe mit den Dassendorfern, die jetzt wieder kommen mit Hanek. Dittrich kommt noch dran. Dittrich! Es ist nicht zu glauben, Martin Hanek mit einem Tor und einer Vorlage bei dem Treffer von Maximilian Dittrich. Klasse Ballbehandlung von Dittrich, dann behält er nicht nur den Ball, sondern auch die Ruhe, die 2:0-Führung. Die Folge, Jean-Pierre Richter nimmt dann Martin Hanek raus, für ihn kommt Kocinski in die Partie. Und Dassendorf hat jetzt Blut geleckt. Möller auf Maggio! Er hat bislang in jedem Spiel getroffen, Mattia Maggio, und ist damit jetzt Top-Torjäger der Oberliga. Das 3:0 aus vollem Sprint, Bürgermeister überlupft der Torwart ohne jede Chance. Die Gastgeber, das ist jetzt schon klar, werden die einzige ungeschlagene Mannschaft in der Liga bleiben. Dittrich nochmal auf Möller. Er hat es sich verdient, das 4:0 nach 90 Minuten. Ist emotional nicht ganz gefasst nach diesem Treffer Sven Möller, aber das hat er super gemacht. Steht wahrscheinlich nicht im Abseits. Sven Möller dann klasse angenommen und sofort verarbeitet. Er sorgt für den 4:0 Endstand. Dassendorf besiegt Concordia. Das Ergebnis etwas zu hoch. Concordia hat permanent gut mitgespielt. Es sollte am Ende aber eben genauso ausgehen. Wir hören den Torschützen zum 1:0 bei Freddy Wöhl. Am Ende vielleicht ein Tor zu viel, aber da hat Corti uns dann halt auch die Räume gegeben. Und wenn wir dann so vors Tor kommen, dann sind wir meistens auch erfolgreich. Nach der Partie gab es dann einiges nachzuholen für die Dassendorfer. Am 6. Spieltag erhalten sie die Ligaschale für die letzte Saison. Nochmal nachträglich herzlichen Glückwunsch, TuS Dassendorf.